was machst? Ich bastle eine Glocke. Und das ist für die Weihnachten? Ja, genau. Apropos Weihnachten, möchtest du noch den letzten Teil unserer Geschichte hören? Ja, letztes Mal haben wir den Geist der vergangenen Weihnachten und den Geist der aktuellen Weihnachten kennengelernt. Jetzt fehlt nur noch der Geist der zukünftigen Weihnacht. Erzähl mir mehr, bitte, bitte, mehr. Der Scrooge schläft tief vor einer Schöpfung, wo plötzlich... Was passiert denn jetzt? Bist du der Geist der zukünftigen Weihnacht? Ja, das bin ich. Oh nein, du machst mir mehr Angst als die anderen zwei. Wach auf, Scrooge. Was willst du von mir? Was willst du mir zeigen? Dir zeigen, was kann werden, wenn du deine Lebensweise nicht änderst. Was sagst du, Geist? Komm mit. Hey, hey Scrooge! Du hast Angst vor dem Dunkeln. Hey, hey Scrooge! Warum sagst du mir so etwas? Lass zu! Hast du gehört? Der alte geizige Banker ist gestorben gestern Nacht. Ist gestorben gestern Nacht? Ja, ja, ja. Ist gestorben gestern Nacht, ist gestorben gestern Nacht. Schau, sie stellen seine Sachen und verkaufen sie auf dem Markt. Verkaufen sie auf dem Markt? Ja, ja, ja. Verkaufen sie auf dem Markt, verkaufen sie auf dem Markt. Und was passiert mit all seinem Geld? Weiss nicht, aber mir hat es nicht gegeben. Mir hat es nicht gegeben, mir hat es nicht gegeben. Mir hat es nicht gegeben, mir hat es nicht gegeben. Über wen sprechen Sie? Loek. Warum steht hier mein Name? Was soll das bedeuten? Das ist nicht wahr! Ich will weg! Ich habe genug! Loek! Ich arme alter Mann! Ich lerne meine Lektion! Was soll ich machen? Loek! Ich will nicht so enden! Ich arme Seele! Jetzt werde ich eine bessere Person sein. Ich repetiere die Weihnachten. Ehrlich, ich verspreche, ich werde nicht zu den Nachbarn sein. Mit meinen Mitarbeitern, mit allen. Ehrlich, schau mich an, ich ändere mich. Ich spreche aus meinem Herzen. Ich will mich retten. Ich will glücklich sein, mit allem Drum und Drang. Oh, ich lebe und es ist noch Weihnachten. Ich bekomme eine letzte Chance. Ich habe eine Idee. Und in dem Moment ist der Scrooge aufgestanden, hat seinen Mantel angelegt und hat nach vielen Jahren das erste Mal über beide Backen gestrahlt.
Edward ist in meinem Herzen. Ich spüre es kommen. In mir wird Hoffnung. Ja! Ja! Ich bin glücklich! Panettone schenken. Oh nein, eine große Panettone. Für alle Panettone. Für dich auch. Für mich und für alle mit heißen Schokolade. Feliz Navidad! Und so endet die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Der Ebenezer Scrooge hat die Sonnenseite von seinem Herz gefunden. Er besucht jetzt regelmässig seine Nichte, ist nett zu seinem Angestellten Ivan und hilft seither immer wieder armen Leuten. Oh, wie schön! Es freut mich so sehr, dass der Scrooge nicht mehr geizig ist. Zum Schluss würde ich aber so gerne noch mal den Scrooge glücklich sehen. Kann ich? Hä? Weil wir heute eine große Ankunft feiern. Ja, wir alle werden Geschenke haben. Ja, so wird sie. Genießen mit an deiner Seite. Eine Welt voller Liebe und Frieden. Do